Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Heute zur 14. Folge der 8. Staffel My Little Pony, A Matter of Principles. Das ist ja offiziell der, sag ich mal, Start der zweiten Hälfte der 8. Staffel. Ich hatte aber ja schon ein Reaction-Video zu einer Folge aus der zweiten Hälfte aufgenommen, nämlich zu Yakety Sex. Die ist noch nicht oben, wird aber wahrscheinlich noch vor dieser Folge auf YouTube landen. Muss ich mal schauen, wie ich es manage. Vielleicht wird es auch diese Folge vorher auf YouTube schaffen. Ich weiß es noch nicht. Muss mal schauen. Ja, A Matter of Principles, also in der 13. Folge ging es ja damit auseinander mit den Mean Six, die ja von Chrysalis geschaffen wurden. Aber Chrysalis ist ja nie wirklich in Erscheinung getreten in der Folge, für zumindest gegenüber den Main Six. Also die wissen das gar nicht, dass Chrysalis schon wieder da ist. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man da jetzt vielleicht nochmal ansetzen wird oder ob man sich das später aufheben wird. War aber die Folge A Matter of Principles klingt für mich eigentlich eher momentan danach, als wenn sich Twilight einer Sache annehmen muss mal wieder, weil Principles ist ja, glaube ich, das englische Wort für Direktoren. Und sie ist ja die Direktorin der Freundschaftsschule. Oder es ist Celestia gemeint mit ihrer Schule für begabte Einhörner. Aber irgendwie halte ich das für unwahrscheinlich, denn das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Eine Sache weiß ich aber, glaube ich schon, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte nur einen Screenshot gesehen und war mir nicht sicher, ob diese der Folge zuzuordnen ist. Und ich meine, da war Discord zu sehen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch in Erscheinung treten bei dieser Folge. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zu dieser Folge ist. Wäre natürlich schön zu wissen, sag ich mal, wenn Discord dabei ist. Das sorgt dann immer für so ein paar Lacher, aber auch für ein paar Fremdschämen-Momente, sag ich mal. Aber gut, die Diskussion will ich jetzt nicht ins Bodenlose vertiefen. Ich würde einfach sagen, legen wir mit der Folge los, A Matter of Principles, und dann schauen wir mal, was mich da erwartet. So, die Folge 14, A Matter of Principles. Ich starte die Folge jetzt. Ah, Spike mit seinen Flügeln. Ah, okay. What these are. Whoa. Treasure? Nope. They're all legendary magical artifacts. Ja, natürlich, dass Ocillus das wieder weiß, aber ich überlege, die kommen mir so bekannt vor, diese. You're right, Ocillus. Diese Gegenstände. This is the amulet of Aurora, the talisman of Mirage, the helm of Yixler, the crown of Grover, Knuckerbocker's shell, and Clover the Clever's cloak. And the gems are real. Ach, okay, Grover, die Clevere, na klar. Die gehörte zu den Gründungsponys, glaube ich, von Equestria. Ich glaube, so war die Geschichte. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Is that a pony thing? It's a magical scavenger hunt. Ah, ja. Work in pairs to try to find where in the school these artifacts are hidden. So funktioniert das zwischen den beiden jetzt auch besser, seitdem Spike auch fliegen kann. Learning and fun? Does it get any better than that? You've been underwater a long Ich liebe Silverstream. Haven't you? Gallus and Silverstream? Sounds like you're our first pair. What? They'll make a great team. Ich höre etwas. Why pony glowing? Oh oh. Jawohl! Die Karte ruft! Und das in einem unfassbar beschissenen Zeitpunkt. Wait, you all were called on this Alle? Quest too? It must be a really important Oh, das ist dann wirklich was interessant. Ich meine, das letzte Mal, als alle gerufen wurden, ist Starlight aufgetaucht in der Serie. Wo ist es denn? There won't be any teachers left to run the school. Ups. Jetzt habt ihr ein Problem. Aber das ist interessant. Also, dass wirklich alle gerufen werden. Ich will, das gab es das letzte Mal bei The Cutie Map. Das war die ersten zwei Folgen von Staffel 5, als Starlight dieses Dorf unterdrückt hat. Also, interessanter Ansatz. Wo geht diese Folge noch hin? Ich bin jetzt echt noch gespannter, als ich es vorher schon war. Wow. Should we send our students home? I say we take them with us. Round trip. In the middle of my friendship quilting class. I think not. All of those unfinished seams.
Niemand kann sich der Karte entziehen. Ihr müsst dahin. Natürlich hast du das. You want me to be head mayor? Oh. You're the perfect choice. You're a good leader and an expert in friendship. I trust you to run this school exactly as I would. Well, that's a pretty big responsibility, Twilight. So kann man auch. Oh! ist das gemein, die arme Starlight. Oh Mann, das tut mir voll leid, die arme Starlight. No, thanks. Being a princess for Twilight was hard enough. Oh ja, die Folge habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. I promise I won't let you down. I knew I could count on you. Alter. Sie nimmt langsam, also Twilight nimmt langsam echt Züge an von Celestia. Es ist unfassbar. Weil Celestia hat auch öfters mal Twilight was aufgebürdet, was eigentlich für einen Pony viel zu viel ist. Discord! Da ist er doch! I hate goodbyes, don't you? I just go to pieces. Discord! What a nice surprise! Was machst du hier? This is your first time at our new school, isn't it? Oh, was I not invited to the grand opening? Friends and family day, baccalaureate. Well, let's see. Why are you here now? Ich liebe Discords englischen Synchronsprecher. Es ist der Wahnsinn. I seem to recall a whole song about how this school is where you make your own rules. Now, who better at that than me? Then you also must have heard Starlight is in charge now. Es wundert mich, dass er nicht überrascht ist, dass Spike plötzlich fliegen kann. Nope. Anscheinend hat er das schon gesehen, aber das finde ich schade. She left pretty detailed instructions for me to follow. Well, I'm sure that she wouldn't mind if I made a few tiny suggestions. Nein. Item 1. Gravity is optional. Ja. Item 2. The school's new mascot is an ambidextrous marmoset. What the fuck? Not gonna happen. I promised Twilight I'd handle this her way. So thanks, but no thanks. Sure. Really? Well, we'll see if you change your mind. Uh-oh. Ich ahne nichts Gutes. When we play ogres and oubliettes and he puts that many E's and really, things don't usually end well. Don't worry, Spike. Discord and I are old Save Equestria buddies. He'll be fine. Now, sehr schöne Bezeichnung. Ach du Schande. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Maskottchen wird noch eine Rolle spielen im Laufe der Folge. Oh, thanks, Spike. Maybe we will get through this okay. Ja. Discord. Come in. You'll let the Twitter mites out. Twitter mites? Oh nein, nicht diese Viecher. What are you doing? No pony was at your desk. Imagine what Twilight would say. Oh nein! We'll take it from here. Pfui, Teufel. Go relax. Have a cup of tea at home. Nicht so schnell. Some thanks for all my help. And after I hired welche Hilfe? Substitute teachers for you. Actually, that does sound kind of helpful. And it was next on our to-do list. Pfui, Teufel. Das ist ekelhaft. Which teachers did you hire? Oh nein! Bitte nicht! Discord, ist das dein Ernst?
talking, my friend. If you're quiet, I don't buy it! Be my friend. I've heard pudding that's more convincing! Ey. Be my friend! Ja. So funktioniert das nicht, Iron Will. That's not how Twilight teaches friendship. Yep. Wer denn noch? Okay. Where's my iced tea? Bezieht man sich jetzt also auf... Ey, komm schon. This is too cold. Bezieht man sich jetzt also auf Equestria Girls Digital Series, wo er auch als Lehrer unterwegs war. Now it's too tea flavored. You call yourselves friends. Ey. That is definitely not. Vor allem, seit wann ist Cranky Doodle so ein Ekelpaket? You hired a tree as a teacher? Its schedule was free. Es ist Discord. Warum soll ich mal nicht noch drüber wundern? Oh Scheiße. Dragon sneeze tree. Ach du meine Güte, Discord hat das doch gewusst. Oh Gott. War ja klar, dass das passiert, wenn Discord da ist. You do seem like you're in over your head. Won't Twilight be so disappointed with how you're ruining, I mean running her school? Ja. Discord, du kleiner Mistkerl. Oder sollte ich besser sagen, großer Mistkerl. Discord, this is all your fault. Mine? Ja, deine! We're in charge here. I'm happy to pitch in if you need me. What I need is for you to leave. Happy now? Come on. Oh, komm! Okay, leave. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Das war so ein schlechter Wortwitz, ey. Aber irgendwie war es auch wieder gut. I wouldn't count on it. I think Discord's trying to test you. But why? I thought we were friends. Ja, er wollte deine Freundschaft testen. Du hast ihm nicht vertraut. Well, I'm ready for him. I told Twilight I'd run her school right, and I'm gonna keep that promise, no matter what. Na dann. Good morning. Ah, das ist wieder das Maskottchen. I know there's been a little bit of a joke. Oh, Spitfire! Schön, dass man sie auch mal wieder sieht. Now everything should run smoothly. Also, now it's time for class. Ich glaube, das sind auch nicht so wirklich die richtigen Lehrer. Also Spitfire vielleicht für den Sportunterricht, aber Trixie und Maud? Nee. Yo, greetings, fellow creatures. Is this seat taken? Welcome, class. You may call me the great and powerful Professor Toby. Shh. Really? That's so inconsiderate. Discord. Oh, I better take this. Yeah. Hello? Oh, he did not. And what did you say? Discord, raus! Discord, why are you here? Why, I'm a student of friendship, of course. Unless you don't think you're good enough to teach me. Of course I am. No fruit calls in my class. Ja, genau. Magic is the most important element of friendship. So today, I, the genau andersrum. Trixie, will put on a magic show. Das kann ja nicht. Oh mein Gott! Ja, das kommt uns bekannt vor. Hello? What exactly is a long distance plan? Oh Gott,
Spitfire und Discord. Oh Gott! Actually, we just finished Professor Spitfire's workout. Oh schade, ich dachte, die treffen jetzt auch mal aufeinander und Spitfire unterrichtet Discord. Das hätte ich irgendwie gefeiert. Der Bienenbär aus Folge 100, ist das dein Ernst? Ich kann nicht mehr. We need a break. Friendship is about honesty. So believe me when I say, we're not stopping. Das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Aber sind wir mal ehrlich, also gab's jemals eine größere Motivation? Discord, that's enough. Endangering students crosses the line. I don't know why you're trying to ruin this school, but it stops now. Aber jetzt mal ernsthaft, also Discord hat ihnen gerade was Wichtiges gelehrt. This is your last warning. Oh. Take it easy, Starlight. Discord's your friend, remember? Well, he's not acting like it. Du aber auch nicht, Starlight. What's your problem? My problem? How is the fact that Twilight decided to put an incompetent, power-hungry unicorn in charge of her school my problem? Jetzt reicht's! Wow. Don't worry. I just banished him from school grounds forever. He's fine. Oh, weia. That probably made things worse. Why didn't you just talk to Discord? Because he's right about one thing. Yeah. I've been doing a terrible job as head mayor. Aber was er auch gesagt hat, das tat weh. Discord is just being Discord. Yeah. Maybe. But I wonder why. Aber was ich eben gerade noch sagen wollte, Discord hat ihnen eigentlich gerade was sehr Wichtiges beigebracht, nämlich, dass man bei einem Angriff von Feinden sich gegenseitig hilft. Interessant. For this afternoon's Spellvenger hunt, you'll need to use the artifact's history to find where they're hidden in the castle. When you spot one, touch it with a magic shield to keep track of your score. Twilight left a list of your hunt partners before she left. I'll pass out the shields. Ready? Steady? Set, go! Oder so. So. Klar, dass Twilight die beobachten will. I hope you know where you're going. To the helm of Yixler. Works for me. In our book, it says Yixler was an honorable Yak warrior. Any enemies that saw him put down their weapons in peace. I think his artifact must be in one of these suits of armor. Da ist er. I'm guessing that one. Check! Yes! One down, five to go. And Smolder found their first artifact. Das ist irgendwie. I don't think that's part of the Scavenger Hunt. Nein, definitiv nicht. The school is haunted. Not cool. Discord. We're totally gonna win this Scavenger Hunt. Yeah, I doubt that. But at least I know where one of the artifacts is. Saw Spike hiding yesterday. Aha! Clever! They say it's magic. Oh, was passiert denn jetzt? Become the first ruler of Griffinstone. I know. Pretty sweet, right? You paid attention in class! What? If you ever tell Whoa! Nein. Discord, also jetzt wird's langsam lächerlich. Yeah, that's definitely Discord. This is not good. I thought you banished him from the school. Only his body. Apparently his ghost can come and go just fine. Das ist irgendwie so, we have to stop this. Sehr skurril, aber gut. How?
No offense, but I don't think magic is the answer against Discord. This time, I'm not using magic. Hm, also bin mal gespannt, was du versuchst. What you're Das Ding um ihren Zopf gewickelt, herrlich. There's a sweet poem in her book about it. Climb to the heights with dragon flight. Like flight of stairs. You wanna take Pony word for it? Och nee. Eine Treppe aus Treibsand. Wirklich. Oh Gott. Discord. Also, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, weil irgendwie ist es lustig, aber irgendwie auch total daneben. Ja, gut. Tension. Well, that's disappointing. Sehr gut gemacht. Discord, you can't keep messing up the school. On the contrary, I think I rather can and will. Then I have just one thing to say to you. Well, do go. Ich glaube, ich ahne es schon, was sie sagt. I'm sorry. What? I had to stop thinking like a headmare and start thinking like a guidance counselor to finally understand. You felt left out. So ist es. I don't know what you're getting at. Oh doch, das weißt du ganz genau. Nobody invited you to the school, and when you offered to help, I didn't listen. Richtig. I was so worried about doing things Twilight's way, I didn't stop to think about being a good friend. I'd like to apologize for that. And offer you the job of vice headmare. Really? Wow. No. Totally confused. I accept. I mean, I suppose I can find some time in my busy schedule. Er kann es nicht lassen, aus seiner Rolle zu schlüpfen oder in seiner Rolle zu bleiben, besser gesagt. Next time you want something, just ask for it, all right? But then we'd miss out on all those delightful misadventures. Hey, watch the wings. Klar, dass ihm die doch heilig sind. Everything is rehidden. Oh well, with a few surprises. Discord. I can't believe you tricked us into going on a friendship quest that wasn't real. What? Back so soon. A glamour spell on our cutie marks. A fake summons from the map? Hey, okay. In that really jetzt macht das alles auch Sinn. Oh, Jonah's so glad Pony's back. Y'all get the feeling we missed something? Thanks for taking care of the school, Starlight. It was a challenge. But I think things turned out just the way you'd have handled them. Yep. Guess this means you're not vice headmare anymore. Oh. I just ordered business cards. Yes! Sehr schön! Also, ich hatte ja irgendwie, also dadurch, dass ich ja wusste irgendwie, also in gewisser Weise wusste, dass Discord mit auftaucht, habe ich ja schon mit einer sehr verrückten und abgedrehten Folge gerechnet, aber dass sie dann doch so abgedreht wird, also... Das habe ich echt nicht erwartet. Gut. Dann machen wir das mal zu. Ja, also, nachdem Yakety Sex mich ja so sehr enttäuscht hat, jetzt nachdem ich das gesagt habe, muss ich wahrscheinlich die Folge zuerst hochladen, beziehungsweise die Reaction dazu. Nachdem diese Folge mich ja so brachial enttäuscht hat, bin ich froh, dass diese Folge wieder einmal ein Erfolg war. Denn ich fand es auch sehr schön, dass sie ein wenig so Züge hatte von Slice of Life, denn
Es gab einige Nebencharaktere, die mit aufgetreten sind. Jetzt unabhängig davon, ob ich die jetzt gut fand oder nicht. Iron Will zum Beispiel. Was ich ein bisschen schade fand, ist, von diesen Nebencharakteren hätte man zum Beispiel Spitfire vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können. Oder zumindest in einer Szene mal, dass sie da einfach den Sportunterricht schon abgeschlossen hatte und dann aus der Szenerie flog. Also ich hätte wirklich gerne gesehen, wie Spitfire reagiert hätte, wenn Discord ein Schüler gewesen wäre. Das hätte mich echt interessiert. Also, ich meine, wer Spitfire kennt, wenn die mal die Nerven verliert, also, da möchte ich nicht in der Nähe sein. Ja, und Maud war irgendwie gar nicht präsent. Also, die hat man nur einmal kurz gesehen bei der Vorstellung und dann war es auch schon wieder gut. Naja, aber war auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Folge, vor allem mit Starlight. Aber dass Discord, sag ich mal, die Karte, sag ich mal, so austricksen kann und einen Zauber beherrscht, der irgendwie den Anschein erweckt, als wenn die Main Six auf eine Mission müssten, also interessant, wie mächtig Discord doch eigentlich ist. Ich dachte, irgendwo hat seine Magie dann doch mal eine Grenze, aber scheinbar muss die Grenze für ihn neu definiert werden. Aber man muss auch mal wieder festhalten, wie unfassbar clever Discord ist. Also, Twilight hatte am Anfang gesagt, sie hat einen, ich glaube, es war 70-Stufen-Plan oder 7-Stufen-Plan, keine Ahnung, ist auch egal, wie viele, jedenfalls einen unfassbar vielen Stufenplan entwickelt. Also, Discord hat einen genauso großen Stufenplan entwickelt, hatte ich das Gefühl, denn, also, was er sich da ausgefuchst hat, um am Ende das zu bekommen, was er wollte, Respekt. Ja. Das war's für meine Reaction, also wirklich eine sehr schöne Folge, nicht übermäßig gut, aber auf jeden Fall unterhaltsam und auch verdammt abgedreht, aber auf jeden Fall auch mit sehr vielen Lachmomenten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Reaction-Video wieder. Euer D-Spyro. Ciao!